Let's start again. Ich finde mich heute cute, deswegen die Cute Binties. Was zur Hölle, Bruder? Schauen wir doch mal, was wir heute so machen. Bringen wir Kokona um oder bringen wir Kokona? Dann gehe ich mal zurück zur Schule, wa? Winke, winke. Tschüss. Wow, eine wirklich schöne Aussicht hier. Von hier kann man die ganze Schule sehen. Wow. Oh, da ist mir doch glatt mein Messer ausgerutscht. Die alle vor ihren Spinden stehen, als wären das solche Roboter. Hm, ob ich das öffnen kann? Mit ihr und ihr und ihm und ihm und ihr und ihr nicht, denn die will ich jetzt töten. Wow, extreme. Wow, wow, das war gewollt. Ja, wie gesagt, wir machen heute Sachen, die wir experimentieren heute. Ich glaube, das müsste der Punkt sein, wo der Puls jetzt ungefähr stehen wird. Was stimmt nicht mit mir? Ich sehe mir Sex. Oh shit, schade. Die steht einfach wieder auf, aber das sieht auch ziemlich seltsam aus. Ich müsste vielleicht nur ein kleines bisschen nach vorne. Ungefähr hier. Das wird sein. Wow. Dieser Polizist gehört verhaftet. Wow, 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 wow. Was? Was? Kompliment. Ich wollte dir nur sagen, dass du heute schön aussiehst. Ich wollte dir nur sagen, dass du heute schön aussiehst. Ich wollte dir nur sagen, dass du heute schön aussiehst. Ich wollte dir... Ach, nichts. Da ist Senpai. Ob er mich jemals bemerkt? Ich weiß ja nicht. Wie die meisten Menschen bin ich ein ganz normales Schulmädchen. Aber niemand kennt meine geheime Identität. Ich laufe nackt durch die Schule und keiner gibt einen Fick. Nicht mal buchstäblich. Ich habe das Gefühl, ihr ignoriert mich alle und wisst gar nicht, dass ich existiere. Ich meine, macht dich mein Schwimmanzug nicht heiß? Macht es dich nicht heiß? Macht es dich nicht... Hi, ich habe gehört, du sollst stark sein. Oh mein Gott, da vorne sitzt Senpai. Aber wie bekomme ich nur seine Aufmerksamkeit? Ich mache einfach das, was jedes Mädchen machen würde. Oh Mann, das ist so ein heißer Tag heute. Ihr könnt ja nur mit Klamotten rumlaufen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Oh, hallo, du, ich gehe ja schon. Was findet Senpai denn merkwürdig an einem nackten Mädchen? Hat er noch nie ein Porno gesehen? Ups, mir ist was runtergefallen. Ach, wo ist das denn? Ich habe das doch irgendwo hier liegen lassen. So, jetzt will ich mal sehen, wie das Vieh nackt aussieht. Warum will ich das nochmal? Ob Senpai mich jemals beachtet? Ich meine, ich bin zwar nicht so hübsch wie die anderen Mädchen, aber so ein großer Unterschied ist es auch wieder nicht. Ach, Senpai, ich würde dich niemals betrügen. Und ich wäre immer ehrlich zu dir. Denn wie sagt man so schön? Lügen haben kurze Beine. Okay, hier wollte mir ein Mädchen ihre Liebe gestehen. Aber wo ist sie denn? So, du hast es verdient, weil du stalkst. Ihr habt komische Haarfarben. Du einfach nur aus Prinzip. What the fuck? Warte mal, was? Was zur Hölle passiert hier? Das, meine Freunde, ist der Moonwalk 2.0. Ich glaube nicht, dass Senpai mich jemals bemerken wird. Keiner gibt einen Fuck. Keiner gibt einen Fuck. Nein. Senpai, warum ignorierst du mein Arschloch? Guck mal, ich bin ein Dickschädel. What the hell is wrong with you? Mit mir? Hast du dich mal gesehen? Was passiert da? Aha. Aha. Aha, aha, aha. Yo, ich kann einfach in den Boden wachsen. Und genau so werde ich Senpai für immer stalken. Du merkst es nicht, aber unsere Beine berühren sich, Senpai. Ich bin so lustig. Ja. Ah, da kommt was Großes. Well, that escalated quickly. Und weg hier, weg hier. Alles klar. Aber nein, ich starb beim Scheißen. Bruder, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du bist ein bisschen anhänglich. Die Kamera ist so komisch, selbst mit mir. Surprise, Motherfucker. Genau so muss ich das anfühlen, von einem Geist verfolgt zu werden. Move, bitch, get out the way, get out the way, bitch! Hey, was geht, Mädchen? Gehör ich jetzt zu eurer Gang? Dann halt nicht! Hallo, Sensei! Ach, keine Angst, die hat nur ihre Tage. Und zwar, wenn ich mich jetzt ganz klein mache. Und diesen Kopf nehme. Das sieht so scheiße aus. Stellt euch mal vor, ihr seid auf der Schule und nichts an, greift euch einfach mal dieses Ding an.
Jetzt habe ich zumindest Füße. Ich entwickle mich weiter. Oh mein Gott, aber cool, bin ich nicht fabulous? Yo, alles klar. Na schade, der Kopf wird klein, wenn man ihn loslässt. Was zum Teufel? Hey, Sensei, High Five, Sensei.